Hallo liebe Freunde, heute werden wir aus diesem schönen Lavendel, wo im Sommer hat so reichlich geblüht, einfach ganz einfache natürliche Raumlufterfrischer herstellen. Von dem getrockneten Lavendel, wo wir im Sommer haben geschnitten und zubereitet als zum Trocknen, werden wir heute den benutzen für unsere sozusagen Raumdeo herzustellen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz einfache Sachen. Zuerst das ein Staubsauger, passende Beutel zum dem Staubsauger, getrocknete Lavendel und es kann losgehen. Wir füllen unsere Beutel mit dem Blut vom getrockneten Lavendel. Das können auch Stängelchen sein, so 5 bis 6 cm. Ja, und zwischen 5 bis 8 können Sie reinlegen in den Beutel. Und dann setzen Sie diese Beutel in Ihre gewöhnliche Staubsauger und einfach anmachen, saugen. Und durch angesaugte Luft, Sie werden merken, wie kommt ganz zarte, angenehme Duft vom Lavendel raus. Das entsteht durch das, wo Luft geht durch den Beutel, zerreibt diese Lavendelblüten und sie geben noch einmal diese feine Aroma ab. Normalerweise getrocknete Lavendel riecht nicht, den muss man schon ein bisschen zerreiben und dann kommt dieser angenehme Duft raus. So einfach, mit dieser Methode, Sie können Ihre eigene Raumlufterfrischer selbst herzustellen. Genießen Sie diesen angenehmen Duft. Freuen Sie sich über Erinnerung von dem Sommer. Und ich wünsche Ihnen auf diese Wege, bleiben Sie gesund, schreiben Sie Ihre Kommentare, wie bei Ihnen ist das zusammengekommen und was für Erfolg Sie haben. Und auf einen Daumen nach oben werde ich mich auch freuen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.